Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. In der letzten Folge sind wir hier bei Nacht auf dieser Insel angekommen. Ich habe die Nacht jetzt einfach kurz abgewartet und so langsam wird es wieder hell. Der Mond ist da hinten gerade untergegangen. Man hat ihn sogar noch etwas gesehen. Und wir schwingen uns eben mal auf unsere Rowenta. Und man sieht, es wird langsam wieder heller. Wobei, Moment, ich muss noch eben kurz die Fackel da ausmachen. Weil bei Tag brauchen wir die nicht. Und dann sparen wir. Sparen wir das, dass wir eine neue Fackel dahin machen müssen, weil die andere leer ist. So. Ja. Dann wollen wir mal auf diese Insel, würde ich so sagen, oder? Ich habe da schon eine Schlange gesehen vorhin. So eine große, fette Schlange. Als ich hier geparkt habe. Ich musste ein Stückchen nach hinten fahren. Weil ich den Anker nicht lichten konnte. So, da ist sie. Da, sie hat auch uns schon entdeckt. Na dann, Roventa, zeig mal, was du kannst. Komm. Kobra und da hinten kommt der kleine Snake. Ist aber alles kein Problem für uns. Ja. Die liebe Roventa kann das und die Geier machen wieder den Rest. So, dann stellen wir uns nochmal hier hin. Warten noch, bis es ein bisschen heller wird, bis die Sonne so ein bisschen mehr aufgegangen ist. Ah, das sieht einfach wunderschön aus. Einfach, ich finde es einfach immer wieder so ein Träumchen, diese Sonnenaufgänge, ja. Noch so, und da ist ein Krokodil im Wasser. Seht ihr da? Links von uns. So. Rimsonne-Ref. Ja. Die Namen sind jetzt auch nicht unbedingt, naja, okay. Da hat man auch einfach irgendwas genommen, glaube ich. Wir werden hier erstmal ganz langsam, ganz vorsichtig entlang reiten. Einfach weil es noch so dunkel ist und man nicht weiß, was einem so anfallen könnte, anspringen könnte. Zwei Schlangen haben wir schon getötet, ja. Wo zwei sind, sind auch mehr. Und das sah bei Nacht alles ein bisschen anders da aus. Ich hatte ja vermutet, dass da irgendwie was hochgeht, eine Treppe oder sowas. Ist aber nicht der Fall. Es ist einfach nur Stein. Fels. Das hier. Da hinten scheint irgendwas bewusstlos zu sein. Ist nur die Frage, was ist es? Ein Schaf. Das lassen wir mal ein bisschen schlafen. Das wacht schon wieder auf. Die Insel hat hier sehr, sehr viele so Buchten. Da hinten geht die Sonne auf. Mein Gott, wie krass ist das? Es sieht einfach so geil aus. Es sieht einfach so toll aus. Einfach nur ein Träumchen. Da ist wieder Chili am Boden. Hier, Chili. Aber davon haben wir ja auch schon genug und wir haben sogar Samen. Dann können wir das selber anpflanzen, hoffe ich zumindest. Weil wie das mit dem Samen geht, weiß ich halt auch noch nicht. Das müssen wir auch alles schauen. Wieder solche Käfer. Finde ich jetzt nicht mehr. Ist auch egal, ist ja nicht so. Das ist unsere Blue Pearl. Aber auch auf dieser Insel hier hat es kein Süßwasser, Leute. Kein Süßwasser. Es hat hier zwar sehr viel Grün, also man kann hier auf jeden Fall man kann hier auf jeden Fall am Boden sich Süßwasser suchen, aber das jedes Mal zu machen und zu hoffen, dass es regnet, ist jetzt auch nicht unbedingt, ne? Das, was man gerne möchte.
es ist einfach. Ich muss mir das kurz angucken. Es ist einfach ein Träumchen Jaro, wenn da klar. Kack erstmal rein. Einfach ein Träumchen, wie das aussieht, wenn die Sonne aufgeht. Das ist wunderschön. Wunderschön. Da möchte man doch glatt in Urlaub hinfahren, ja? Ich kann es nicht oft genug sagen. Da möchte man doch glatt in Urlaub hinfahren. Noch hier wieder so ein Tempel. Oder was davon übrig geblieben ist. Ich würde mir ja wünschen, wie gesagt, dass das hier noch irgendwelche Schatzkisten sind oder irgendwelche Dinge, die man plündern kann. Ja, ich weiß, es gibt Schätze oder sowas, wo man aus... Aber das ist mir zu gefährlich. Ich meine halt so für so jemanden wie mich, ja, der hier nicht unbedingt auf Schatzsuche gerade geht und so. Bestimmt auch Fasern, die wir hier nehmen können. Da ist auch wieder Chili am Boden. Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden werden, was wir noch nicht haben. Das sind Schildkröten. Immer denke ich, dass Schildkröten, das ist wie so Dung. Also, ne, das sieht immer mal aus wie so Kacke, die von den Tieren kommt und die losläuft. Der Schildkrötenpanzer. Ja, so gibt's hier nichts Neues. Hier noch etwas. Mal hier mal ein bisschen. Was ist das? Jetzt haben wir die Wellen. Was ist das? Niete? Niete? Koal. Okay, das haben wir jetzt noch nicht. Das haben wir jetzt, habe ich jetzt noch nie abgebaut. Was ist das denn? Oder kann ich mich daran einfach noch nicht erinnern? Kann ich mich daran einfach noch nicht erinnern? Wir nehmen es einfach mal mit. Warte mal, ich glaube, das läuft nicht ab, ne? Läuft keine Zeit. Es gibt ja auch Dinge, die man abbauen kann, die dann eine Zeit haben, wo sie halt ablaufen. Wenn man das abbauen kann und wenn es das hier gibt, dann wird das ja für irgendwas auch gut sein, ne? Wieder so ein komischer. Kristallartiger. Kristall, genau. Kristallartiger Dings. Man muss halt immer wirklich gucken, weil viele Dinge sehen halt einfach gleich aus, sind aber auf vielen Inseln einfach unterschiedliche Ressourcen dann wieder. Was ist das zum Beispiel hier? Ah, das ist Metall, alles klar, okay. Das Problem ist, wir dürfen nicht mehr allzu viel Metall mitnehmen. Weil unser Schiff schon sehr voll ist und auch sehr schwer ist. Und umso schwerer das natürlich wird, ne, umso langsamer fährt es. Und umso gefährlicher kann es dann auch werden, dass es auseinanderbricht oder dass wir halt einfach einem Geisterschiff nicht mehr entkommen. Was war das jetzt? Salz. Das war ein riesen Salzglotz gerade. Alter Verwalter, alles klärchen. So, ich glaube mal da hinten kommen wir jetzt nicht mehr weit. Dann reiten wir mal hier nochmal ein bisschen runter. Uns noch einmal kurz hier hinten um. Hier vielleicht noch irgendwas ist, was wir... Ein ganz normaler Stein, da kommt wieder eine Schlange. Ach, komm her. So ein bisschen schade, dass man das hier so schwierig hat mit dem Leder dann. Weil hier oftmals ja die Geier rumfliegen. Und dann gerne hier uns die Tiere wegsnacken.
bevor ich mir das Leder schnappen kann. Auch wieder. Ich will dieses. Okay, alles klar. Ich dachte, das ist auch wieder dieses. Korall-Dings da, was wir da vorhin gerade gefunden hatten. Wenn da so viele Steine rumliegen, das ist immer mal ganz schön anstrengend. Eieiei, zwei Stück gleichzeitig. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu schwer für Roventa. Das Problem liegt nicht darin, dass es Roventa von der Kraft her nicht schaffen würde. Süßwasser, oder? Aber wenn sie bewusstlos wird, haben wir ein Problem. Süßwasser? Nein, es ist Salzwasser. Ich dachte, es wäre Süßwasser, weil es hier so drin ist. Aber wahrscheinlich ist das, wenn das Meer mal höhere Wellen hat und hier an Land kommt, dann schwappt das hier immer über und dann, ne? Sammelt sich das hier in dieser Pfütze. Hier rüber dann, ne? Das schwuppt dann hier rüber. Sieht man ja, hier ist jetzt alles so, ne? Und dann. Ich dachte, das wäre jetzt Süßwasser. Wäre auch nicht schlecht gewesen, aber dafür war es zu nah. Also hier auch wieder eine Insel. Ohne Süßwasser, viele Krokodile, Schlangen. Die Möwe greift uns an. Ich bin ja schon weg. Ich wollte. Hallo, war doch auf damit. Warum sind die Tiere immer so aggressiv? Ich wollte dir doch gar nichts machen. Ich wollte eigentlich nur der Schildkröte helfen und du wolltest sie von ihrem Leiden erlösen. Die hatte ganz tolle Schmerzen. Habt ihr die gesehen? Warum müssen die immer alle angreifen und mir wehtun wollen? Als wieder Skorpione. Es kann sein, man hört im Hintergrund gerade mein Controller. Ich hab meinen Controller nämlich noch angeschlossen. Und der vibriert dann manchmal sehr gerne. Oh, ist doch hier wieder. Ein Skorpion. Also nicht wundern, das ist nicht mein Vibrator, nein, das ist mein Controller, der halt bei Kämpfen vibriert, wenn Schaden kommt. Das necken wir uns jetzt noch weg und dann machen wir uns wieder auf zu unserem Schiff. Und dann auf in neue Gewässer. Irgendwo ist hier doch noch die Möwe hingeflogen, oder nicht? Hi, Herr Elefant oder Frau Elefant, ich weiß es nicht. So, hatte ich denn jetzt nochmal mein Schiff geparkt? Nochmal ein Skorpion. Ist natürlich auch für liebe Roventa eine sehr gute Level-Möglichkeit. Da kommt er gleich an, der Geier, und nimmt sich das. Alles in Ordnung, darfst du tun. So, und wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem Schiff. Ich glaube, das war irgendwo da hinten. Bin mir nicht 100% sicher. Da, ja. Da. Denn diese Insel ist zwar schön, aber für ein neues Zuhause ist es halt nichts, ne?
Und ich hatte ja auch in einer der Folgen gesagt, man könnte sich ja wirklich auch das Schiff ausbauen und dann da drauf wohnen und wirklich rumreisen, bis man so eine Insel hat, wo man sagt, boah, da bleibe ich für immer und ewig. Vielleicht machen wir das ja. Wenn wir zu Hause sind, bauen wir vielleicht unser Schiff ein bisschen aus und dann gucken wir mal. Das Problem ist, Leute, ich muss erstmal das Krokodil weglocken. Weil Krokodile schwimmen einem natürlich im Wasser hinterher, ist ja logisch, ist ja, ne? Ist ja ein Wassertier und darauf habe ich keinen Bock. Und das sind, glaube ich, auch zwei gewesen, ne? Ah, das ist doch wieder. Das ist natürlich jetzt direkt vor unserem Schiff. Da ist eins im Wasser. Ich kann mal das hier austricksen. Dass kein anderes Krokodil hier im Wasser ist. Ein Salzwasserkrokodile. So, schnell Rowenta hoch, damit sie in Sicherheit ist. Und dann auch wir schnell an Land, an Land. Schnell aufs Schiff, dass auch wir in Sicherheit sind. So. Und dann schippern wir weiter. Und zwar schippern wir jetzt in Richtung hier rechts. Auf die Karte. Moment. Nein, wir müssen links. Auf diese Insel sind wir gefahren. Also von der Insel sind wir gekommen, sind hier rüber gefahren. Und da hinten liegt nochmal eine Insel. Und ich denke mal, dass wir jetzt mal dahin schippern werden. Auf die Insel rüber, weil dann müssten wir eigentlich auch schon wieder in Richtung K7 kommen, Freunde. Und K7, ja, K7 ist das letzte Cluster, bevor wir auf unser Heimatcluster L7 wieder zurück sind. Freunde, die Reise neigt sich dem Ende. Sie neigt sich wirklich dem Ende zu. Sie neigt sich mega dem Ende zu. Oh, das ist. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir wirklich eine komplett einmal von unserem Cluster komplett einmal geradeaus durchgefahren sind. Ja, einfach nur mega krass. Und es macht einfach so unheimlich viel Spaß, so rumzufahren, sich Inseln anzugucken und. Und ich bin echt am Überlegen, ob wir uns einfach unsere ganzen Tiere packen, uns hier unser Schiff ausbauen, ja, und dann einfach nur noch auf hoher See rumfahren. Ich muss es mir überlegen, bis wir halt eine Insel gefunden haben, wo wir sagen, hey, das ist die Insel, das ist unsere Trauminsel, da wollen wir bauen, da wollen wir leben. Aber da müssen wir einige Vorbereitungen halt noch treffen vorher. Wir müssen noch ein bisschen gucken und ob das überhaupt möglich ist, ob es überhaupt funktioniert, ja, muss man halt echt schauen, ne? Weil unsere Insel ist zwar sehr schön, ja, aber so ganz zufrieden bin ich halt dort noch nicht. Also ich werde da nichts abreißen, also wir werden dann, selbst wenn wir das jetzt machen würden, ich würde da jetzt nichts abreißen an Haus oder so, sondern es würde ich stehen lassen. Ne? Vielleicht kommt dann ja mal jemand und möchte dann da auch leben, wohnen, ja. Kann ja alles gut möglich sein. So, ich ziehe mich mal eben wieder aus, weil es so sehr warm wird gerade wieder. So. Damit die arme Frau hier nicht schwitzt. Ja, und wie es weitergeht und was uns auf der Reise in Richtung nach Hause noch so erwarten wird, das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein
Und Tschüsschen!